Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Oh, wie schön, Prothesenhändler. Die Mauer könnte eventuell ein kleiner Fehler gewesen sein. Und die können wir nicht einfach so wegreißen. Platzmäßig kriege ich das Ganze einfach nicht so gestaltet, wie ich mir das vorstelle. Deswegen machen wir das einfach anders. Der Tunnel bleibt, aber wir gehen einfach eine Etage tiefer. Und können dann nämlich hier schöne Badezimmer einrichten. Ja, das Dach stützt ja immer ein. Ansonsten sind unsere Leute ja momentan reichlich beschäftigt. Bauteile könnten wir ein paar gebrauchen. Ah, schön. Der steht auch schon. Ich denke mal, hier können wir ganz beruhigt das Heimatgebiet ein bisschen erweitern. Naja, Aslan hat sich ja mal wieder abgeschossen. Das kommt ja häufiger vor. Und ich verwende jetzt hier zum Mauernbauen ein bisschen Schiefer, weil wir haben davon eine Menge. Es ist also durchaus mal angemessen, davon ein wenig aufzubrauchen. Ich denke mal, einfache Türen sollten hier reichen. Verbinden wir hier rüber. So. Sollte die Leute wieder eine Zeit lang beschäftigen. So. Dann müssen wir mal wieder unter Tiberium. Ich habe noch einen neuen hilfreichen Mod. Hier. Der uns ermöglicht, halbwegs hübsche Kreise zu zeichnen. Aber ich versuche ansonsten nichts mehr an Mods unterzubringen. Das Risiko ist zu groß, dass es jetzt einfach Probleme gibt. Tiberium. Dann brauchen wir den Notch-Redder.
Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, du bist immer noch auf Entzug. Dann ist auch eine Geschwindigkeitserhöhung bei dir nicht zu erwarten. Weißt du was, daran störe ich mich jetzt schon geraume Zeit. Latsch mal kurz hier rüber. Wobei, ich brauche Bauteile. Dann lassen wir das erstmal. Naja, das kennen wir schon. Ist immer das gleiche Dach, das einstürzt. Einfach mal zur Abwechslung einen anderen Boden einziehen. Könnten wir im Endeffekt ganz bequem hier durch. Irgendwann baue ich hier mal eine richtige Stütze hin. Das nervt nämlich langsam. Ich bin auch schon am Überlegen, ob und was wir hiermit anstellen können. Das Areal hier ist ja auch noch zur Verfügung.
Wir würden ja auf jeden Fall mehr Baumwolle noch benötigen, um mit unseren ganzen Projekten ein bisschen hinterherzukommen. Ja, also es läuft ja schon. Werden langsam auch ausgeräumt. Und damit wir auch tatsächlich mal Gebrauch davon machen, heizen wir hier mal mit Heißwasser. Der Schredder ist fertig, das heißt, wir können jetzt hier endlich die Querverbindung ziehen. Sehr schön, sehr schön. Ein 3x3 Tisch ist hier immer noch zu viel. Nicht aus Holz, nein. Holz haben wir nicht sonderlich viel, deswegen machen wir die jetzt einfach aus Stahl. So, also im Optimal, ja, das ist der Optimalfall, friert er den kompletten Fluss bis hier drüben zu. Das war ein schöner Volltreffer. Hat das ganze blaue Tiberium gesprengt. So. Haben wir das nämlich auch fertig.
Sehr eindrucksvoll und wir haben uns nicht wirklich Mühe damit gegeben. Das aus. Ach, das bleibt direkt für den ganzen Raum ausgewählt. Das ist natürlich nicht schlecht. Damit sich die Leute nicht ungünstig über den Weg laufen. Oh, es ist Tag, ja. Okay. Das könnte uns ein bisschen entgangen sein. Mehr Geschütze sind immer gut. Ah, das ist schon ein lustiges Spielzeug. Ich denke mal, weil es so viel Spaß macht, erforsch mal jetzt das Tesla Turret. Müssen wir hier natürlich Strom rüberlegen. Da habe ich jetzt irgendwie gar nicht mehr dran gedacht. Details halt. Ja, hat sich in ihr... Ah, okay, hat ihr Zimmer auch gefunden. Das ist gut. Bessert sich die Situation aber nur langsam. Ich lege das Kabel extra nicht hier lang, weil wenn das Geschütz hier explodiert, hat das drüben auch keinen Strom mehr. Also wäre ein bisschen ungünstig.
Und dann würde ich sagen, wir haben da mit Slabs gearbeitet, dann machen wir auch hier mit Slabs weiter. Einfach nur für die Optik schon mal. Ah, da wird sich jemand drum kümmern. Wovon haben wir momentan mehr? Stahl oder Plastik? Ja, Stahl haben wir definitiv mehr. Plaststahl wäre zwar eigentlich die sinnigere Lösung, aber... warum war's? Da, Stahl. Tiberium. Ja, muss ich dann gucken, wie ich das mit dem Kabel mache, weil ich möchte natürlich nicht gerade hier durchziehen. Wäre vom Geschütz her ein bisschen ungünstig. Engi von den Nationen Tebo war in der Gegend und bemerkte, dass wir Hilfe brauchen. Feigling, schneller Geher und... Nehmen wir mal mit. Du kriegst direkt eine Tiberium-Infusion. In vielen Sachen nicht ganz schlecht. Das, Ja, Begeisterung für Feldarbeit, aber kein tatsächliches Talent. aber Handwerkliches können wir immer gebrauchen. Ich schicke dir schon mal zwei Leute entgegen, denn du wirst ja mit ziemlicher Sicherheit direkt umkippen und Rettung benötigen.
Ja, schön. Trotzdem, sowas wie eine Eskortenoption wäre eigentlich eine feine Sache. Ne? Pass einfach auf die Person auf. Okay. Bin erstaunt, dass du es dadurch geschafft hast, ohne umzukippen. Respekt. Hat ja lange gehalten. Ja, doch, diese Querverbindung war eine extrem gute Idee. Das allererste, was wir allerdings machen werden, ist dir eine gute Waffe zu besorgen. Tja. Unter was haben wir denn die Auswahl? Momentan nicht unter viel. Der Bereich ist fast fertig zugefroren, das ist schon mal gut. Dann brauchen wir uns auch erstmal nicht um den Rest so sehr zu scheren. Oh, die Episode ist vorbei. Übrigens, wofür ich diesen einen Slot hier gelassen habe, ich würde gerne hiervon immer weitere bauen, um diese Einrichtung entsprechend immer so ein bisschen gegen Angriffe zu schützen. Allerdings, 15 Bauteile ist so eine Menge, die wir momentan einfach nicht so sehr haben. Deswegen müssen wir davon erstmal ein ganz kleines bisschen Abstand nehmen. Aber ich denke mal, das kriegen wir trotzdem auf Dauer irgendwann hin. Danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Das war mir wie immer ein großes Vergnügen, wenn es euch gefallen hat. Na, was passiert jetzt? Daumen hoch kostet nichts. Ah, Besuch. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und deren Viecher haben tatsächlich die Chance, ein bisschen zu überleben. Naja, auch ohne das nächste Mal, aber bis dahin. Ciao!